Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns unseren Gottesdienst beginnen. Im Namen unseres gütigen, liebevollen, barmherzigen Gottes, unseres, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich darf Sie und euch auf das Herzlichste willkommen heißen zu unserem Gottesdienst, zu unserem KAB-Gottesdienst. Und ich tue dies sehr gerne als Kreispräses der KAB von Hausen und von Forchheim und Ebermannstadt und darf euch die KAB von Hausen auf das Herzlichste willkommen heißen. Wir haben uns versammelt und es ist schön, dass ihr da seid, dass sie sich Zeit nehmen, heute am Sonntag für den Gottesdienst. Denn das ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Viele Menschen sind auch am Sonntag beschäftigt. Nicht, weil sie Ärzte oder Krankenschwester, Sanitäter oder sonst etwas sind, für Dinge, die einfach ganz wichtig sind, sondern weil der Sonntag zugekleistert ist mit nebensächlichen Dingen, sodass man den eigentlichen Sinn des Sonntages längst vergessen hat. Ein Tag der Ruhe und der Besinnung. Ich bin froh und dankbar, dass in Forchheim die verkaufsoffenen Sonntage einmal im Moment, Corona-bedingt, auf Eis gelegt sind. Denn so wird der Sonntag wieder mehr und mehr zu einem Tag der Ruhe, der Besinnung, der uns nachdenken lässt über die Beziehung zu Gott, aber auch zu uns selber. Der Sonntag wird zu einer Kraftquelle, die uns auftanken lässt und die uns dann wieder gestärkt in die neue Woche hineingehen lässt. Wir sollten den Sonntag mehr und mehr nutzen als einen Tag für uns, als einen Tag für Gott, als einen Tag, den ich einmal ganz bewusst mit meiner Familie verbringe und ihn nicht zukleistern mit unnötigen Dingen. Herr Jesus Christus, der Sonntag gibt jeder Woche Rhythmus, Struktur, ja ein Stückchen Freiheit. Aber mit der Gefährdung des Sonntages setzen wir ein wertvolles Geschenk auf das Spiel. Denn ohne den Sonntag gäbe es nur die Werktage. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Viele Menschen wollen gar keinen freien Sonntag, weil sie Angst davor haben, weil sie mit der Ruhe nichts mehr anfangen können. Sie haben Angst vor Langeweile, Angst vor Einsamkeit. Sie fühlen sich am Sonntag innerlich leer. Das ist schade. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Der Sonntag will aber auch ein Tag der Gemeinschaft sein, ganz gleich. Ob wir diese Gemeinschaft hier im Gottesdienst erfahren, mit der Familie oder mit Freunden. In der Gemeinschaft finden wir wieder neu eine Chance, die Zeit nicht mit Unnützem zu vertreiben, sondern sie zu füllen. Zu füllen mit intensivem Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass. Vergebung und Verzeihung unserer Schuld schenke uns allen, unser guter und lebensliebender Gott. Amen. Amen. So lasst mich für uns alle zu Gott beten. Gott, du Freund der Menschen, du hast den Sonntag
uns als einen gemeinsamen Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Einkehr geschenkt. Du willst, dass wir Menschen wenigstens einmal in der Woche geistig und körperlich aufatmen, dass wir uns ausreichend Zeit nehmen für Erholung, Besinnung und gegenseitige Begegnungen in Familie, Freundeskreis, Vereinen und hier in der Gemeinde. Stärke und ermutige alle Frauen und Männer, die sich für den Schutz der Sonntagsruhe einsetzen. Lass für uns alle den Sonntag zu einem Segen werden. Zu einem Segen werden für uns, unsere Gemeinschaften, für alle Menschen. Darum bitten wir dich, der du uns liebst und uns begleitest und dich finden lässt an allen Tagen unseres Lebens bis hinein in deine Ewigkeit. Amen. Amen. Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sagt den Israeliten: Der Herr,
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen, von Geschlecht zu Geschlecht. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und stellte sich hin. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich frage euch, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu richten? Und er sah sie alle der Reihe nach an und sagte dann zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es. Und seine Hand wurde wieder hergestellt. Sie aber in ihrem Unverstand berieten sich untereinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob. In einem Traum erschien mir der Schöpfer. Gerade dann, als ich einen verkaufsoffenen Sonntag vorzubereiten hatte. Im Mai, da ist doch schon schönes Wetter. Und am Muttertag wäre es doch schön, wenn da nicht die Geschäfte auf hätten. Dann könnten doch die Mütter
gleich ein bisschen shoppen gehen. Noch alles richtig bei dir? Du willst den Sonntag noch fürs Arbeiten planen? Naja, da haben doch die Leute frei und haben Zeit und... Lass mich mal erzählen, wie es dazu kam. Aber ich muss von Anfang an erzählen. Bei der Schöpfung deite ich mit mächtiger Hand Licht und Finsternis, Land und Meer. Oje, das kann dauern. Unterbrich mich nicht. Tags darauf hing ich Sonne. Gib mal davon. Also? Tags darauf hing ich Sonne, Mond und Sterne ans Firmament. Ein mächtiges Stück Arbeit, wie du dir vielleicht denken kannst. Was du nicht sagst. An den nächsten Tagen experimentierte ich mit Pflanzen, Vögeln und Fischen. Weißt du, was es bedeutet, Vögel fliegen zu lassen? Und dann kam der sechste Tag. Das war der Höhepunkt. In einem Anfall von tollkühner Geselligkeit formte ich den Menschen, damit einer sei, der alles entdecke und betrachte. Und ich sah, dass es gut war. Alles war sehr gut. Es funktionierte reibungslos. Zellen und Organe, Sehnen und Gelenke, Fliehkraft und Gravitation, alles brillante Ideen. Ein kosmisches Patentamt hätte seine helle Freude daran gehabt. Und ganz nebenbei hatte ich die Sechstagewoche erfunden. Es war einfach toll. Alle Achtung! Alles arbeitete reibungslos und griff perfekt ineinander. Es war glatt und schön und fehlerfrei. Aber es war, wie soll ich sagen, irgendwie langweilig. Man staunte, aber es blieb einem fremd. Es war perfekt, aber nicht vollkommen. Die Weisheit Sophia brachte mich darauf. Frauen haben ein feines Gespür für das Wesentliche. Am nächsten Tag erschuf ich die Ruhe. Sagtest du Ruhe? Wie überflüssig. Ja, die Ruhe. Den Frieden zwischen den Kriegen, die Schwebe zwischen den Atemzügen, den Liedschlag zwischen den Blicken, die Stille zwischen den Worten und das Schweigen in allen Sprachen. Und ich spürte, groß und mächtig war ich an allen vorherigen Tagen, Gott war ich erst am siebten. An ihm erschuf ich das Geheimnis und die Weisheit aller anderen Tage. Vorher habe ich erfunden und geplant, geformt und gebaut. Vorher war ich ein Gott nach eurem Ebenbild. Am siebten Tag war ich der ganz andere, nicht außer mir, sondern ganz bei mir. Und gab euch die Chance, Mensch zu werden, nach meinem Ebenbild. Seit dem siebten Tag gilt nicht das Erwerben, sondern das Verschenken. Nicht das Vernichten, sondern das Bewahren. Nicht das Herrschen, sondern das Dienen. Nicht das Haben, sondern das Sein. Nicht das Ich, sondern das Wir. Denn jedes Bauen bedeutet Zerstörung. Jedes Handeln greift folgenschwer ein. Am siebten Tag erschuf ich den Umweg und die Freude am Rätsel und Spiel. Seitdem gilt nicht der Rock, um den jemand bittet, sondern der Mantel, den man ihm dazu gibt. Verstehen Sie, der siebte ist der entscheidende Tag. Er ist das Geheimnis.
der Sinn und die Weisheit der anderen sind. Und dann kommst du und willst den verkaufsoffenen Sonntag einführen? Und die Händler? Also, man muss doch auch an den Umsatz der Händler denken. Das meinen immer nur die Händler. Ich denke lieber an die Menschen. Ach, die wollen ihn doch auch. Die Kaufhäuser waren voll. Man geht ja auch mal in so ein Kaufhaus, um mal richtig was zu erleben. Die ganze Welt habe ich für euch erschaffen. Und ihr braucht ein Kaufhaus, um richtig was zu erleben? Ihr habt gehört, dass gesagt wird, wälzt doch den Sonntag platt, ebnet ihn in den Werktag ein, macht ihn unkenntlich. Ich aber sage euch, steckt dem Sonntag die Lichter an, begrüßt seinen Morgen, feiert ihn mit unverkennbarer Lust. Ihr hört, dass gesagt wird, ich habe keine Zeit, zu keiner Zeit habe ich Zeit. So habe ich auch den Sonntag verloren. Ich aber sage euch, verweile doch in deiner Zeit. Nimm dir Zeit für die Zeit. Und wie eine Sonne steigt dir der Sonntag auf. Ihr hört, dass gesagt wird, den Sonntag, den gibt's nicht mehr. Wir brauchen den Sonntag zur Arbeit. Mein Blutdruck erreicht am Sonntag den höchsten Stand. Ich aber sage euch, senkt euren Puls, gönnt euren Atem dann den Atem, erholt euch im Glanze des unvergesslichen Tags. So lasst uns nun unseren Glauben bekennen an unseren Gott, der immer für uns da ist, der uns wenigstens einen Tag in der Woche schenken möchte, zur Ruhe und zur Besinnung, einen Tag, an dem wir ihn wieder ganz neu mitten unter uns entdecken können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Gemeinsam zu entwickeln und glaubwürdig in unsere Gesellschaft zu bezeugen. Für die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen, lass sie besser erkennen, dass der Sonntag als gemeinsamer, freier Tag
ein wertvolles kulturelles Gut für die ganze Gesellschaft ist und daher um des Menschen willen erhalten werden muss. Für unsere Familien und Alleinerziehenden schenke ihnen Kraft und Fantasie, damit sie den Sonntag als Tag der Solidarität und der persönlichen Begegnung miteinander feiern können. Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, lass sie den Sonntag als Tag der Befreiung von der Last der Arbeit und vom Konsumzwang bewusst leben. Für die Mitglieder der Gewerkschaften und der KB, lass sie vor Ort beharrlich, eindeutig und gemeinsam für den Schutz des Sonntags eintreten. Für uns selbst, stärke uns durch deinen Tisch des Wortes und des Brotes, damit wir den Tag des Herrn als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung freudig miteinander feiern. Für unsere verstorbenen Mitglieder, vergelte ihnen alles Gute, was sie gewirkt haben, und schenke ihnen Wohnung und Heimat bei dir. Für die Menschen in der Ukraine, um Frieden vor Ort, Beistand den Opfern und Hoffnung allen Geflüchteten. Guter Gott, du hast uns den Sonntag geschenkt als einen Tag der Ruhe. Gib uns den Mut, ihn zu nutzen und die Gemeinschaft mit dir und unter uns Menschen wieder neu zu finden und stärke uns durch den Sonntag, den Tag der Ruhe, damit wir die ganze Woche dir und unseren Mitmenschen dienen können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herr. Amen. Herr Jesus Christus, du bist nach deiner Auferstehung
deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen Mahl gehalten. Heute und jeden Sonntag lädst du auch uns an deinen Tisch ein. Stärk uns mit dem Brot des Lebens und führe uns immer fester zusammen als dein Vater. Lass uns hier an deinem Tisch Kraft schöpfen und Leben erhalten, das du unseren Verstorbenen bereits geschenkt hast. Deswegen wollen wir heute in ganz besonderer Weise für alle verstorbenen Mitglieder der KAB beten. Wir wollen aber auch beten für Johann und Anna Heilmann, für Michael und Hedwig Kohlmann und für Hans Dippacher. Darum bitten wir dich, der du in unserer Mitte bist, heute und an allen Tagen unseres Lebens, bis hinein in deine Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, guter Gott, immer und überall zu danken und dich zu preisen, durch und mit unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Denn du hast uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen, den Himmel über uns, die Luft, die wir atmen, die Sonne über den Tag, Mond und Sterne in der Nacht, genügend Grün und Luft zum Atmen. Du hast uns auch den Sonntag als einen Tag geschenkt, der Ruhe und der Besinnung, damit wir ausruhen können von der Mühe der Lasten der Woche. Lass uns diesen Tag immer wieder neu nutzen und so spüren, dass du unter uns bist, und dann einstimmen in den großen Lobpreis deiner Herrlichkeit. Dass uns Christus in seiner Auferstehung ganz neu erschlossen hat. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhoben hast, bitten wir dich nun. Sende seinen lebensspendenden Geist auf uns alle und sende diesen Geist auf unsere Gaben ab, dass sie für uns nun werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus.
den Vater mit alle Ehre und Herrlichkeit. Dieses kleine Stückchen Brot, das ist Christus, das ist der Auferstandene, das ist der, der alle Schuld von uns nimmt und uns Leben schenken will in Fülle. Herr, ich bin die Fülle, das Wein ist unter meinem Namen. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
beten wir gemeinsam das KAB-Gebet auf dem Zettel, den Sie bekommen haben. Herr Jesus Christus, wir bringen dir unseren Tag, unsere Arbeit, unsere Auseinandersetzungen, unsere Kämpfe, das, was uns gelingt, uns freut und gut tut, aber auch das, was unser Leben schwer macht. Lass uns, wie auch all unsere Schwestern und Brüder, in unseren Arbeitsbereichen und in der Welt der Arbeit denken wie du, arbeiten mit dir, leben mit dir. Gib uns die Gnade, dich mit ganzem Herzen zu lieben und dir mit allen Kräften zu dienen. Dein Reich komme an unseren Arbeitsplatz, in der Familie, in die Fabriken, die Werkstätte, die Büros und in unsere Häuser. Gib, dass alle, die heute in die Phase in deiner Gnade bleiben. Deine Liebe segne alle, die dich heute besonders brauchen. Segne die, die in Arbeit sind und die, die Arbeit suchen. Segne die Kinder und Jugendlichen. Heilige uns und unsere Familien. Dein Reich komme durch uns, unser Handeln und unsere Arbeit. Selig Herr Nikolaus Groß und selig Herr Nikolaus Eskano, bitten für uns. Maria, du unsere Hüterin und Versprecherin, bitte für uns. Herr Jesus Christus, schenke dem Verstorbenen deinen Frieden. Amen. Wir sind jetzt kurz vor Ende des Gottesdienstes und ich möchte Dank sagen. Dank sagen für Ihr Mitsingen und Mitbeten. Herzlichen Dank an Pfarrer Klaus und Christian, die Messnerin Daniela, alle Ministranten, die Lektorin Christine und die Organistin Irene. Herzlichen Dank. Ich habe noch ein paar Vorankündigungen für unsere KAB. Für den Kreuzweg in der Hausener Flur werden die Birkenkreuze wieder aufgestellt. Die Gebetstexte liegen vorher in der Kirche aus. Die Kreuze bleiben heuer vom 9. April bis zum Karfreitag stehen. Also Sie haben eine Woche Zeit, den Kreuzweg alleine zu beten. Die Texte liegen dann in der Kirche aus entsprechend. Der Osterkatzenverkauf, so schauen unsere Osterkatzen aus, die geht weiterhin weiter. Ich habe noch welche. Der Verkauf ist bei uns im Hof. Es werden Frauenprojekte in Madagaskar mit dem Erlös unterstützt. Und der nächste Seniorennachmittag für unsere KB-Senioren ist nach Ostern wieder im Schwarzen Amboss. Ich wünsche Ihnen einen erfüllten Sonntag und bleiben Sie gesund. Bitte nehmt euch, nehmen Sie sich das neue Wochenblatt mit. Es ist an den Ausgängen. Hinten liegt auch das Nachgedacht mit einem Impuls für diese Woche. Nehmen Sie mit. Und ich möchte ganz herzlich einladen zur Pfarrgemeinderatswahl bis heute Nachmittag um 17 Uhr die Möglichkeit im Pfarrbüro zu wählen und auch die Briefwahl in den Briefkasten zu werfen, wurde natürlich im Fabio in die direkten Wahlurne, ich wurde in Oesdorf gefragt, müssen wir da alles abgeben? Ja, es muss komplett sein, auch wenn man es in die Wahlurne schmeißt, muss der Brief komplett sein, denn sonst wird ja einer draufgucken, es muss ja alles eine geheime Wahl sein. Also, ihr könnt Briefwahlunterlagen auch noch mitnehmen, wenn ihr sagt, einer ist krank aus meiner Familie oder die Nachbarn, Sie wollen zur Wahl gehen, können aber jetzt noch nicht. Dann nehmen Ihnen die Briefwahlunterlagen mit. Sie liegen im Wahlbüro zum Mitnehmen für Sie auf. Ganz herzliche Einladung dazu. Ich wurde auch ganz oft gefragt, wie sieht es denn jetzt aus mit unserer Kirche, mit den neuen Lockerungen. In Herr Osbach ist der Pfarrgemeinderat
eine Reihe. Wir lassen vorerst aufgrund der hohen Inzidenzzahlen die Masken auf. Und außen werden wir noch einmal eine Blitzsitzung machen. Nach der Wahl auch vielleicht dann schon mit dem neu gewählten Pfarrgemeinderat und dem alten Pfarrgemeinderat, um einfach noch einmal nachzudenken, was wollen wir. Steht es jetzt im Raum, eine Erleichterung zu haben, oder steht das Wohl und die Sicherheit im Vordergrund? Ich persönlich sage, die Sicherheit steht im Vordergrund. Ich werde auch meine Maske in der Schule nicht ablegen. Ich werde mich in die Klasse stellen mit meiner FFP2-Maske auf. Das werde ich einfach tun, weil ich meine Schüler, weil ich mich selber auch schützen will. Wir stehen einfach im Moment nicht drin. Ich rufe immer vor den Taufen an, ist alles klar, sind uns heute Nachmittag zur Taufe oder ist irgendetwas passiert. Man weiß es nicht. Ich sage den Eltern auch, ich kann euch auch am Freitag anrufen, dann sagen, Samstag oder Taufe kommt der Kind, ich bin krank. Ich bin angesteckt, ich bin positiv. Wir wissen es nicht. Darum werden wir dann noch einmal eine Sitzung halten. Wir hoffen, dass wir in ihrem Leben entscheiden, dass sie, dass ihr ähnlich denkt wie wir, dass wir einfach auf Nummer sicher gehen. Es wird ja jetzt sowieso wärmer. In 3 Wochen haben wir Ostern, dann gehen wir sowieso hinaus zu Osternachten und werden auch versuchen, die Gottesdienste wieder mehr und mehr in Freie zu halten. In Östlach, in Mühlbach, in Heronsbach, da trennen sich und dann dürfen wir wieder raus und wir möchten auch wieder raus ins Freie gehen. Viele haben gesagt, es war einfach so schön, im Kindergarten hinten den Gottesdienst zu feiern. Wir haben jetzt einen wunderschön hergerichteten Pfarrgarten, der ist jetzt angesehen. Da gehen wir einfach drauf und machen da einfach unsere Gottesdienste. Dann brauchen wir so oder so keine Maske. Wir wollen aber, dass Sie alle, dass ihr alle gesund bleibt. Dann liegt uns die Sicherheit einfach viel, viel mehr am Herzen, wie irgendwelche Lockerungen. Und ich muss persönlich sagen, ich habe irgendwie Maske geöffnet. Ich fahre oft mit dem Fahrrad, wenn ich vom Geschäft rausgehe, und denke, ich weiß noch, heute ist es schwierig, aber ich habe die Maske noch auf. So ist es, man gewöhnt sich einfach dran. Wir hoffen, dass das so auch in eurem und in ihrem Sinne ist. Wie Sonja schon sagte, allen ein Gesegnet, einen guten Sonntag. Bleibt gesund und passt wirklich gut auf euch, auf euer Wohl ist uns wirklich. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte uns dort, wo wir arbeiten, in Industrie und Verwaltung, in Handel und Handwerk, in Dienstleistung. Und der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten dort, wo wir zu Hause sind, in unseren Familien, bei Freunden und Nachbarn. Der Herr sei uns gnädig dort, wo wir uns engagieren, in Kirche und Gesellschaft, für deine gute Botschaft. Zeige uns, dass unser Leben mehr ist als alles, was wir daraus machen können. Und segne uns dazu, du gütiger Gott, du Vater, du Sohn und du Heiliger Geist. Amen. Geht in ihn und bringet Frieden. Amen.